dass sie jetzt eine gute Idee war. Ich weiß es nicht. Der kommt da hinten schon wieder. Bin ich gearscht oder bin ich es nicht? Das würde ich jetzt mal ganz gerne wissen, ob der mich jetzt sieht oder nicht. Haben wir da noch irgendjemanden? Man sieht es auf jeden Fall nicht auf Anhieb gerade. Ah, ich glaube, der geht hier genauso lang, dass er mich nicht sieht. Oh Mann. Oder? Bitte nicht. Ah. Puh. Huha. Alter Schwede. Die ahnen nicht, was ihnen bevorsteht. Da jetzt, wo ich vorbeikomme? Schneller, schneller, schneller. Als nächstes kommst nämlich du. Damit du die Leiche nicht findest. Oh, das war's. Wie gesagt, ich kann die ja leider nicht großartig verhören. Deswegen werde ich die jetzt einfach mitnehmen. Und ich glaube nicht, dass das hier sonderlich gute Soldaten sind. Deswegen werde ich die jetzt einfach hier mit ablegen. Den da hinten schnappe ich mir jetzt auch nochmal. Guti. Das hat sich erledigt. Ich weiß nur nicht, wie lange die jetzt betäubt sind. Okay, da könnte ich draufklettern. 0% Wahrscheinlichkeit, dass ich das mitnehmen kann. Okay. Schade, wäre interessant zu wissen, was da drin ist. Die kann man wahrscheinlich... Oh. Die kann man wahrscheinlich irgendwann bei der Gelegenheit, wenn man seine Base ausgebaut hat, wahrscheinlich mitnehmen, diese Container. Hier ist wahrscheinlich auch noch ein zusätzliches Missionsziel. Man kann nämlich übrigens jede Mission so oft machen, wie man möchte. Deswegen wahrscheinlich auch an jeder Mission am Ende die Credits. Damit man weiß, von wem die Mission ist. Und wer die ganzen Ideen dahinter hatte. Ja, ich wollte gerade sagen, ich renne hier auch schon wieder so offen rum wie... Schieß mich tot, bitte. So nach dem Motto. Yep, dich haben wir. Ich frage mich bloß, wo dieser Typi sein soll. Okay. Dieses stumpfe Hinterherlaufen, ne? Those materials have already been processed. It may not be much, but we can use them straight away if you bring them back to base. Boss, you've entered a building. Always keep an escape route in mind when you head indoors. If you get surrounded, you'll have nowhere to run. Das ist ein guter Tipp. Kommt er wieder hier rein oder wartet der jetzt erstmal ein Stündchen? Ich frage mich echt, wo der Gringo sein soll, den ich retten will. Oder retten soll. Der dann meine Motherbase aufbauen kann.
Alles, komm her, Kumpel. Komm wieder rein. Dann kann ich dich auch direkt... ja, kalt machen. Im Prinzip, beziehungsweise ja, töten tue ich dich ja nicht, aber... Du weißt schon, was ich meine. Was ich mit dir vorhabe. Ist hier gerade sonst noch irgendjemand in der Nähe? Da unten ist nur jemand, da vorne ist jemand, aber ich glaube... Ah, er kommt jetzt oder so, sonst hätte ich ihn jetzt angelockt. Okay. Ah, ich weiß nicht. Vielleicht wäre es besser, den Gringo da erstmal zu folgen. Um zu hören, ob er vielleicht gleich mit irgendjemandem redet. Uiuiui, das ist spannend. Schreckt mich nicht so. Dass das geklappt hat. Okay, schade. What we need is an interpreter. The main principle of intelligence work is intel gathering. But that's a problem if you don't speak the enemy's language. We need a staff member with the interpreter skill to do a simultaneous interpretation. Sehr gut. Falsche Waffe. Ach Mann, das war schlecht. Das war super schlecht. Wirft bloß keine Granate, Leute. Sonst tötet ihr eure eigenen Leute. Leute. Ach. Ist nicht meine Schuld, das war ich nicht. Ja, hier ist niemand. Warum siehst du mich denn? Man kann also auch sterben, anscheinend. So. Das wart jetzt aber alle. Okay. Ja, das war nicht ganz so geil. Ich glaube, ich starte die Mission einfach nochmal von vorne. Kontrollpunkt, haben wir da einen? Ja, wir hatten doch bestimmt auch noch einen guten Kontrollpunkt irgendwo. Da muss ich nicht alles nochmal von vorne machen. Wollen wir doch mal schauen, wo wir waren. Hihi, yay. Yeah. Ist nämlich genau der gleiche Punkt wie vorhin auch. Aber... Okay, dann gehen wir mal außen rum. Dieses Mal. Mal gucken, ob es von der anderen Seite aus besser ist. Ja, toll. Hat echt überhaupt nichts gebracht, ne? Sehr gut. Aber naja, ein bisschen rumfällen darf man ja. Wenn man noch nicht so der Oberprofi hier ist in diesem Spiel. So lange habe ich das Spiel nicht, so regelmäßig spiele ich das Spiel nicht.
leider. Ich würde es viel regelmäßiger spielen, aber dadurch, dass ich das jetzt Let's Play gebunden habe, wäre das doch ein bisschen unfair euch gegenüber. Und da man keinen zweiten Spielstand haben kann, so oder so noch mehr. Okay, ich glaube, das ist ein riesiger Umweg, den ich hier gerade mache. Obwohl, nee, da vorne scheint es weiter zu gehen. Oder vielleicht auch nicht. Ach, ich habe keine Ahnung. Leute, macht mich hier doch nicht so fertig. Nee, das gewusst er nämlich von Anfang an von der anderen Seite aus. Okay. Kann ich vielleicht doch nochmal Mission abbrechen, zurück zur Luftzentrale und dann nochmal von woanders aus starten. Dann starte ich mal von rechts dieses Mal. Ach ja, Pseudo. Du bist schon so ein Profi. Boah, das hatten wir bereits. Ups. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own aerial command center, or ACC. So. Über den Zaun. Ich mache mal eine andere. Der Weg des Helden. Wir machen mal diese Mission. Mal schauen, was die bringt. Mission starten. Wir können ja nichts anderes auswählen. Am Morgen bitte. Und wir kommen an. Werden sie entdeckt, wenn der Feind nichts von ihrer Anwesenheit weiß, wird das Spiel verlangsamt, als würde man es durch eine Hochgeschwindigkeitskamera sehen. Dieser Zustand wird als Reflexmodus bezeichnet. Alles klar, wissen wir Bescheid. Hatten wir schon ein paar Mal. Der Weg des Helden. A Hero's Way. Staring punished when in snake. Ah, die Mission hatte ich schon gemacht. Skills like his, it'd be a shame to waste him. But I'll leave the method up to you. Boss, make your way to Deshago Calais and eliminate the target. Okay, es wäre eine Verschwendung, diesen Kerl zu töten, weil das ein Spetsnaz-Elite-Soldat ist. Dann nehmen wir ihn doch stattdessen in unsere Truppe auf, als dass wir ihn töten. Scheint sehr viel produktiver zu sein. Okay, eliminieren Sie den Spetsnaz-Kommandanten. Oder lassen Sie es. Ist ganz Ihre Entscheidung. Drogen! Drogen! Pferdchen! Betäubungskugeln können damit hergestellt werden, mit dem Zeug, das ich ihm gerade eingesammelt habe. Und wir geben mal ein bisschen Gas hier. Ja, hot. Okay. Wenn ihr irgendwas aufblinken seht, sagt Bescheid. Dann komme ich nochmal zurückgeritten in der späteren Aufnahme und hol mir den Diamanten. ja. Thema Diamant. Hier ist einer der funkenden. Mein Schatz. Tipp: Rohrdiamant. Wenn Sie den an verschiedenen Orten in Operationsgebieten versteckten Rohrdiamanten finden, werden Sie zu GMP für die Motherbase umgewandelt. Einige feindliche Soldaten wissen, wo sich Vorräte von Rohrdiamanten befinden. Verhören Sie sie, um an die Informationen zu gelangen. Okay. Haben wir das auch. Da vorne ist unser Ziel. Das kleine Dörflein, was man da sieht. Da ist diese Spetsnaz-Spezialtruppe. Oh. Hier haben wir nochmal ein paar Drogen. Okay.